Yo, was geht? Ich bin's wieder, Mert. Heute endlich mal wieder zu Hause. Urlaub war gut, schön erholt, bla bla bla. Heute gibt's wieder ein Mert Reacts und zwar auf meine etwas älteren Videos. Hab mir da ein paar Videos rausgesucht. Ich habe keine Ahnung mehr, was genau ich da gemacht habe. Ich nehme mir einfach die besten Stellen raus. Falls du Bock auf weitere solche Videos hast, lass auf jeden Fall einen Daumen hoch, dann mache ich einen Teil 3 draus. Und ja, ich würde sagen, klar, wenn ich großartig rum, fangen wir direkt an. Ja, Mann, ich bin auf jeden Fall auf der Gamescom, ein paar Leute pranken und oh so. Oh mein Gott, was ist das für ein Haarschnitt gewesen? Wow. Oh, mehr geplant ging gerade in dem Video auch nicht. Oh, hier haben wir den King getroffen. What's up, man? Hey. It's not. So komisch, sein Vorbild in einem Film zu haben. Okay, cool. Yeah, can you do something else, what, man? Hey, jetzt kommt. Geil, Mann. Den Typen zu treffen war unnormal. Deswegen kann ich euch fühlen, wenn einige von euch mich treffen, dass sie auch ein bisschen so aufgeregt sind und so. Ich denke mir mal, Digga, wie kann man sich irgendwie freuen, wenn man mich sieht? Aber als ich den Typen getroffen habe, wurde mir alles klar, Mann. Okay, was geht hier? Also ich habe gehört, sie will mir einen Kuss auf die Wange geben, aber ich möchte das nicht. Und, aber willst du es jetzt wirklich unbedingt tun? Ja, okay, dann tu es halt. Voll, das ist okay, dann, ich habe die Folge gezwungen. Also ich wollte das jetzt nicht unbedingt, aber ist okay. Ach du Scheiße. Beste Intro der Welt. Ich weiß nicht, was ich mir immer wieder bei meinen Intros gedacht habe, aber... Oh mein Jo, Gott, was mit so einer... Wieder mehr. Witzfiguren, Brille, so geh mal an. Oh. Habt ihr eventuell Lust, an meiner Flöte zu spielen? An meiner Flöte ein bisschen? Nein. Ich kann es euch mal zeigen. Prank des Jahres, Prank des Jahrhunderts. Habt ihr Lust, an meiner Flöte zu spielen? Nein. Digga, es ist schon so weit, dass ich in Amsterdam bin, ey. Krass. Oh, da war ich in Amsterdam. Was geht, Alter? Ich find's wieder Mert. Heute bin ich in Amsterdam und heute machen wir. Oh! Alberto, heute machen wir einen Genickbruch-Prank. Alberto! Yeah. Where? Yeah, because my neck. Oh! Just I just got in a fight. Damn. I think something's wrong with my neck. Du beißt auf eine Nudel und musst halt ein bisschen so drauf kauen. Das hört sich an, als ob du dein Genick gebrochen hast. Das kannst du mit Nase, Genick oder was weiß ich, irgendwas gebrochen, Prank machen. Also. Jetzt kommt das beste Video, was ihr je sehen werdet. Die meisten von euch kennen das bestimmt nicht. Momentan sind ja richtig viele YouTuber auf deren Musiktrip und ich war damals so ein kleines bisschen... Als ich mal 100.000 Abonnenten geknackt hatte, war ich überglücklich, deswegen wollte ich einen Song machen. Oh shit. Gebt euch das. Das ist der Siebsong. Siebsong. Yeah, fangen wir an, Leute. Los Synchron geht's. Bisschen geht nicht mehr. Alle meine Sieb, seid ihr bei mir. Es ist Zeit, lass uns Call of Duty zocken, so bis 300.000 Abonnenten, danke schön, da geht noch mehr. Ich bin Mert, komm mit R, hab im Anschlag jetzt mein Gesicht, Digga. Oh mein Gott, mehr mach ich davon nicht. Falls ihr Bock habt, dass ich eine extra Reacts-Folge auf mein Musikvideo-Dings mache, schreibt es mal in die Kommentare mit Hashtag Musikvideo, dann weiß ich Bescheid. Oh! Und das war eines meiner erfolgreichsten Videos, die so eine Welle geschlagen haben. Guckt euch das einmal mal kurz an. Entschuldigung, ganz kurze Frage, ich wollte nicht stören, mein Akku ist leer. Kann ich ganz kurz meine Mutter anrufen? Zwei Sekunden nur. Boah, das ist ja ganz immer. Ich kann mich da nicht. Achso, danke. Wie alt seid ihr eigentlich? Nebenbei noch ein bisschen labern. Ich werde bald 18, ja. Nächste Woche also kommen wir auch sagen 18. Danke sehr. Und so schnell ging's. So ein Spinner, ne? Danke für deine Nummer, ich melde mich nach. Ah, like a boss. Der war gut. Der war gut. Der war wirklich gut. Ich schreib dir nachher, ja? Okay. Vielleicht kann man sich ja treffen oder so. Bis dann, ciao. Like a boss. Oh, das war auch geil, da hat meine Mama geprankt, ey. Wein für dich. Ich trinke doch keinen Wein. Ah. Die Arme, Mann. Meine Familie tut mir leid, Mann, was ich denen schon so alles angetan habe. Die Arme will einfach das Wetter genießen. Die wollte mich. Ja, okay, aber ich wollte mich entschuldigen, damit die Leute nicht denken, die Arme. Aber kannst du diesmal wirklich einen Schluck trinken? Bitte?
Bitte, bitte, Frau Martin, bitte. Ah, trink einen Schluck. Drei. Trink. Oh, ein Fachgeschehen. Die Arme. Oh. Okay, jetzt kommen wir zu meinem Highlight-Video. Oh, das Video war echt krass. Ab hier, zieht euch das rein, Mann. Ey, als ich da oben war, ich bin gestorben. Ich war offiziell... At this moment, Matt knew he fucked up. Und hier, tot. Ich dachte, guck mal, gleich irgendwo da fliege ich in so eine weiße Wolke rein. Genau da dachte ich, das war's einfach. Ich kann nicht mehr leben. Man durfte keinen Fallschirm springen, wenn die Nase zu war. Und an dem Tag, genau ausgerechnet, da war meine Nase zu. Und du kannst nur durch die Nase atmen, nicht durch die durch deinen Mund. Guck mal, da sieht man auch. Ich dachte, ich bin tot. Guck mal, gleich in so eine weiße Wolke, da dachte ich, Digga, das war's. Und hier, 3, 2, 1. Ich dachte, hier, tot. Oh, das waren auf jeden Fall ein paar ältere Videos. Ich glaube, das... Okay, Alkohol leer. Das war auf jeden Fall das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das gefallen hat, dann supportet euren Bro. Mert. Wir sehen uns die Tage. Schatz, nein, das kannst du schon wieder löschen. Willst du das so mit deiner Cap, oder? Ja. Nein, das sieht voll affig aus. Man darf nicht mal die Cap aussuchen, wie man das tragen will. Das war auf jeden Fall das Video, Leute. Wir sehen uns die Tage. Haut rein und...